Er erzählt uns immer wieder neue Geschichten über sich selbst und seine Zeit, der Ötzi. Die letzten Untersuchungen der 5000 Jahre alten Gletschermumie sorgen jetzt wieder einmal für Staunen und ein Umdenken. Der Ötzi war gar kein schlaksiger Bergfex, sondern eher dick, kahlköpfig, dunkelhäutig und heute würde man sagen türkischstämmig. Das haben die jüngsten Untersuchungen seines Erbguts ergeben. Der Fund der Mumie des Mannes vom Similaun-Gletscher hat das Wissen über das Leben in den Alpen vor mehr als 5300 Jahren revolutioniert. Am Institut für Mumienforschung in Bozen ist es 2012 gelungen, Ötzis gesamtes Erbgut zu entschlüsseln. Jetzt wurde unter Leitung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig das Genom mit neuen Methoden untersucht. Das Next Generation Sequencing bestätigt eine Veranlagung zu Übergewicht und Diabetes. Überraschend waren neue Erkenntnisse zu Ötzis Herkunft. In der ersten Genomanalyse, da haben wir eben einen Einfluss von der Steppe gefunden. Man weiß ja, dass auch in Europa so Leute aus der eurasischen Steppe, so Reitervölker, eingewandert sind und ihre DNA-Spuren hinterlassen haben. Und das haben wir beim Ötzi erst gesehen und dachten, das wäre durchaus eine mögliche Erklärung. Aber die neuen Daten zeigen ganz klar, das war wohl eine moderne Kontamination, eine Verschmutzung der Probe. Die neuen Analysen enthüllen, 7% der ersten Genomuntersuchung sind menschliche Verunreinigungen. Ötzis Vorfahren stammen aus Anatolien in der heutigen Türkei. Von dort kommen die ersten Bauern nach Europa. Es hilft uns einfach jetzt auch, unsere Geschichte besser zu verstehen. Wir sehen, dass Europa immer schon ein Einwanderungsland war, schon seit Jahrtausenden. Und wir sehen auch, wie komplex solche Völkerwanderungen sind. Wieder einmal muss die Geschichte der Jungsteinzeit neu geschrieben werden. Dank Ötzi. Die neue Erbgutanalyse bringt noch weitere überraschende Erkenntnisse über den Mann aus dem Eis. Er sieht anders aus, als man bisher dachte. Es sieht so aus, als wäre er tatsächlich relativ dunkelhäutig gewesen. Also ganz in der rechten Bandbreite, in der dunklen Bandbreite der europäischen Bevölkerung. Also wie heute wirkliche Südländer, Süditaliener oder Ähnliches. Und vor allem konnten wir zeigen, dass er eine starke Veranlagung hatte für Haarausfall. Also er war zu großer Wahrscheinlichkeit weitestgehend glatzköpfig. Die muss man sicherlich nachbearbeiten, die Figuren im Museum. Man hat früher mal gedacht, der ist irgendwie nachgedunkelt, aber vielleicht war er tatsächlich so dunkel. Und da müsste man wahrscheinlich ihm die Haare vom Kopf nehmen. Und zwar, vielleicht hat er ein paar wenige noch gehabt, aber so wie es jetzt ist, kann man es leider nicht lassen.